ETFs für eine hohe Diversifizierung oder einzelne Dividendentitel. Wo siehst du die Vor- und wo siehst du die Nachteile? Also ETFs haben Charme. Sie haben Charme, wenn jemand wirklich Bequemlichkeit kaufen möchte. Wenn jemand sagt, ich habe keine Ahnung von der Börse und ich will mich auch darum nicht kümmern, ich habe keinen Spaß daran, dann ist ein ETF, ein Indexfonds beispielsweise, der eine Dividende ausschüttet, etwas, was man durchaus in Betracht ziehen soll. Zum Beispiel hat ja Warren Buffett auf einer seiner Hauptversammlungen gesagt, er wird, wenn er mal stirbt, ist testamentarisch verfügt, dass für seine Witwe das Vermögen in einen Indexfonds angelegt wird. Warum? Weil Astrid Mengs, seine Frau, die hat keine Ahnung von Börse. Und man kann das machen, wenn man sich damit zufrieden gibt, dass man langfristig eine Performance von vielleicht 6 oder 7% per annum inklusive Dividenden in Kauf nimmt. Der Nachteil bei ETFs ist halt der, es ist wie, um mal mit Forrest Gump zu sprechen, es ist wie eine Pralinenschachtel. Ja, man weiß nie genau, was drin ist. Und man kauft mit einem ETF, wenn ich jetzt zum Beispiel den S&P 500 nehme und ich würde den SPY kaufen, also einen ETF auf den S&P 500, man kauft dann eben die Unternehmen, die gerade günstig sind, die profitabel sind, die auch eine hohe Dividende abwerfen. Aber man hat dann eben auch Unternehmen drin, die es vielleicht in 2 Jahren nicht mehr gibt, die gar keine Dividende abwerfen und die einfach von den Aktien her viel zu teuer sind, wie zum Beispiel eine Amazon oder eine Netflix, wo man sagt, die würde ich jetzt nicht unbedingt jedem zum Kauf empfehlen, weil die am Allzeithoch stehen und keine Dividenden zahlen. Das heißt, in einem Einzelaktiendepot kann ich wirklich hingehen und kann sagen, das Jahr 2016 ist das Jahr, wo man beispielsweise Immobilienaktien kaufen kann, weil die gerade günstig sind, wo man Ölaktien kaufen kann, weil die gerade sehr günstig geworden sind, aber wo man zum Beispiel eine Amazon nicht kaufen muss, weil die gerade sehr teuer ist. Oder auch eine McDonald's im Augenblick muss man vielleicht nicht kaufen, weil sie gerade am Allzeithoch notiert. Es gab aber Zeiten, da war McDonald's sehr billig. Und wenn ich einen ETF kaufe, dann habe ich immer alles und ich habe es gleich und ich habe dann keine Auswahl mehr. Der Unterschied zwischen einem aktiv gemanagten Aktiendepot, wo ich vielleicht über 12 oder 15% jährliche Erträge rede, und einem ETF, wo ich über 7% oder 8% vielleicht rede, der mag jetzt nicht so dramatisch sein. Da sagt einer, okay, 3% Unterschied, 4% Unterschied, lohnt das denn den Aufwand? Und hier muss man einfach sagen, wenn ich das hochrechne auf wieder 20 Jahre, dann ist es einfach nachher ein Unterschied, der sich ganz schnell im sechsstelligen Bereich bewegt, weil diese 3% Unterschied, 4% Unterschied einfach bedeuten, ich habe in 10 Jahren ein höheres Einkommen, was vielleicht doppelt so hoch ist wie das, was ich in einem ETF bekommen würde. Und wenn ich in diese Perspektive denke, kommt für mich das Aktiendepot einfach immer besser weg, wo ich sage, jetzt ist das und das billig, das und das will ich jetzt kaufen. Bei einem ETF kaufe ich mir Bequemlichkeit und für diesen Komfort bezahle ich mit Performance.